Schönen guten Abend hier aus der Jugendkirche in Oft und herzlich willkommen zu unserer Jugend-Osternachts-Andacht, die wir dafür aufzeichnen und aufgezeichnet haben, dass ihr zu Hause Anteil haben könnt an ein bisschen Ostern. Die Sehnsucht siegt über die Traurigkeit. Das ist das Thema, dem wir in dieser Osternachtsfeier ein bisschen nachgehen wollen. Wir laden euch ein zum Mitsingen, zum Mitbeten, zum Mitdenken, zum Mitfühlen, um so ein bisschen Auferstehung Jesu vielleicht in unserem Alltag, bei euch zu Hause, wo auch immer ihr jetzt seid, Wirklichkeit werden zu lassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum tut man mir das an? Gott, mein Gott, auf wen kann ich mich verlassen? Hilf, dass ich vergeben kann. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum tut man mir das an? Gott, mein Gott, auf wen kann ich mich verlassen? Hilf, dass ich vergeben kann. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum tut man mir das an? Gott, mein Gott, auf wen kann ich mich verlassen? Hilf, dass ich vergeben kann. Wir wollen diese Nacht beginnen, indem wir uns Gedanken darüber machen, was denn der Sinn vielleicht von Jesu Tod sein könnte, von Jesu Tod, auch für uns heute und hier. Und vielleicht genauso wie die Jünger vor 2000 Jahren reflektieren wir die großartigen Geschichten unseres Gottes mit uns Menschen. Vielleicht sitzen wir wie die Jünger damals um ein Feuer, das uns wärmt, ein Feuer, das uns inspiriert, ein Feuer, das uns Geschichten erzählen und bedenken lässt. Aus dem Buch Genesis. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis, von Gut und Böse darfst du nicht unterscheiden, denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Dann sprach Gott, der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Mensch fallen, so dass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe,
die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Gerade wenn es dunkel in mir oder um mich herum ist, wünsche ich mir ein bisschen Paradies, ein bisschen Garten Eden. Ich erinnere mich daran, wie gut Gott es mit mir gemeint hat. Allerdings wird mir auch klar, dass es nicht die pure heile Welt gibt. Es gibt Grenzen. Wir Menschen sind nicht grenzenlos. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum tut man mir das an? Gott, mein Gott, auf wen kann ich mich verlassen? Hilf, dass ich vergeben kann. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum tut man mir das an? Gott, mein Gott, auf wen kann ich mich verlassen? Hilf, dass ich vergeben kann. Aus dem Buch Exodus. Als das Volk sah, dass Mose noch immer nicht vom Berg herabkam, versammelte es sich um Aaron und sagte zu ihm: Komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Aaron antwortete: Nehmt eure Frauen, euren Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen, und bringt sie her. Da nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte sie zu Aaron. Er nahm sie aus ihrer Hand. Und er bearbeitete sie mit einem Werkzeug und machte daraus ein gegossenes Kalb. Da sagten sie: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Die Verführung ist schon sehr groß, mir das Paradies ganz einfach zu kaufen. Zalando macht's möglich. Aber wie lange ist die Halbwertszeit dieses Glücks? Befriedigt das goldene Kalb tatsächlich meine tiefe Sehnsucht? Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum tut man mir das an? Gott, mein Gott, auf wen kann ich mich verlassen? Hilf, dass ich vergeben kann. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum tut man mir das an? Gott, mein Gott, auf wen kann ich mich verlassen? Hilf, dass ich vergeben kann. Aus dem Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott, vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Ich bin hingeschüttet wie Wasser. Gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist in meinem Leib wie Wachs zerflossen. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Viele Hunde umlagern mich. Eine Rotte von Bösen umkreist mich. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Man kann all meine Knochen zählen.
Sie gaffen und weiden sich an mir. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Wenn ich alles in Frage stelle, was bleibt dann noch? Dann ist doch alles ohne Sinn. Entweder ich gebe auf oder ich mache mich auf die Suche nach Spuren eines Gottes, der da ist. Immer und sogar trotz allem. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum tut man mir das an? Gott, mein Gott, auf wen kann ich mich verlassen? Hilf, dass ich vergeben kann. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum tut man mir das an? Gott, mein Gott, auf wen kann ich mich verlassen? Hilf, dass ich vergeben kann. Aus dem Römerbrief. Niemandem bleibt etwas schuldig, außer der gegenseitigen Liebe. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn ich Liebe spüren kann, indem ich Liebe gebe oder Liebe empfange, dann spüre ich, dass die Sehnsucht nicht tot ist. Ist die Liebe die Idee Gottes? Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum tut man mir das an? Gott, mein Gott, auf wen kann ich mich verlassen? Hilf, dass ich vergeben kann. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, mein Gott, warum tut man mir das an? Gott, mein Gott, auf wen kann ich mich verlassen? Hilf, dass ich vergeben kann. Der Herr sei mit euch. Aus dem heilvollen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.
Lumen Christi. Die Gestalt des Engels leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Lumen Christi. Deo gratias. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Lumen Christi. Das ist die frohmachende und hoffnungsspendende Botschaft von der Auferstehung unseres Herrn, Heilands und Bruders Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Praise to the King. Mountains bow down and the sea.
Es gibt verschiedene Symbole für das Leben. Ein Symbol ist das Licht, das wir jetzt entzündet haben. Ein anderes Symbol ist Wasser. Wasser schenkt und erhält unser Leben. Und so wollen wir beten. Vom ersten Tag der Schöpfung an kann uns nach dem Willen des Schöpfers das Wasser Leben schenken. In dieser Nacht verheißt uns das Wasser Befreiung, Hoffnung und Leben. Und darum, so wollen wir es nun segnen, um es für uns zu einem Zeichen der Hoffnung und des Lebens zu machen. Gott, segne mit deinem Atem dieses Wasser, sodass es unserem Glauben Kraft und Vollendung schenkt. Beseele es mit deiner göttlichen Kraft, sodass es uns Heil und Leben schenken kann. Amen. Das gesegnete Wasser erinnert uns an unsere Taufe. In und durch unsere Taufe sind wir in die Kirche eingetreten. Damals bei unserer Taufe haben stellvertretend für uns unsere Eltern und Paten den Glauben an unseren lebendigen Gott bekannt. Heute, jetzt in dieser Nacht, wollen wir in Erinnerung an unsere Taufe eigenständig unseren Glauben erneuern und bekräftigen. Und so lade ich euch auch zu Hause durchaus ein, mitzusprechen. Wir glauben. So frage ich uns alle, glauben wir an Gott, den Vater Jesu Christi, den Vater aller Menschen, der Himmel und Erde geschaffen hat? Wir glauben. Glauben wir an Jesus Christus, der gelitten hat, begraben wurde, und am dritten Tag von den Toten auferstand? Wir glauben. Glauben wir an den Heiligen Geist, der uns auferbaut zur Kirche Jesu Christi und der uns anspornt, zu glauben, zu hoffen und zu lieben? Wir glauben. Mögen wir also erfahren, dieser Glaube schenkt unserem Leben Halt und Orientierung. Mögen wir erfahren, dieser Glaube ermöglicht sinnvolles, tiefes und erfülltes Leben. Amen. Du richtest mich wieder.
Wir kommen zu dir, Gott, in dieser Nacht, mit unseren Wünschen und unserer Sehnsucht nach Licht in unserem Leben, mit unserer Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Wir kommen zu dir, Gott, in dieser Nacht, weil wir uns nach dir sehnen, nach deinem Licht der Liebe. Wir kommen zu dir, Gott, weil wir deine Botschaft brauchen, weil wir dich brauchen, um leben zu können. Und so bitten wir dich in all unseren Anliegen. An dieser Stelle laden wir euch aber einen Moment der Stille dazu ein, dass auch ihr eure Bitten, eure Gedanken, das, was euch auf dem Herzen liegt, wahrscheinlich aber vor allen Dingen die Menschen, die euch wichtig sind, vielleicht sogar gerade jetzt besonders in dieser Zeit, die Menschen, die ihr liebgewonnen habt und die von uns gegangen sind, all das vor Gott bringt und eure Sehnsüchte über eure Traurigkeit stellt. Lass uns ruhig werden, die Anstrengenden und das Bedrückende ablegen und lass uns deine befreiende Nähe spüren in dieser heiligen Osternacht. Amen. Und alle gemeinsam, auch mit euch zu Hause, wollen wir all unsere Sehnsüchte diesem Gott anzuvertrauen, zu dem Gott Papa, lieber Vater, gesagt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ein Funke genügt. Schon brennt es irgendwo. Der kleine Brandherd braucht Nahrung. Dann kann daraus ein großes Feuer werden. Der Funke springt über. Erst langsam, dann immer schneller. Es knistert und lodert. Wärme breitet sich aus. Helligkeit durchbricht das Dunkel.
Ein Funke genügt. Auch ich bin entflammbar. Auch ich kann mich anstecken lassen. Ich kann brennen für eine Sache, kann brennen für Gott. Ich kann Wärme schenken. Ich kann die Welt hell machen um mich herum. Herzlichen Dank, wollen wir zum Ende sagen, dass ihr zugeschaut habt, mit dabei wart. Herzlichen Dank möchte ich vor allen Dingen allen Mitstreitern sagen, die nicht unter ganz einfachen Bedingungen diese Andacht miteinander gestaltet und aufgezeichnet haben, an den unterschiedlichsten Stellen euch beiden. Allerdings auch den Jungs in Schmidtheim, die jetzt heute aus Corona-Gründen auch ganz bewusst nicht mitgekommen sind. Ganz besonders auch der Band Spirit, die sozusagen einzeln jede Spur aufgezeichnet hat, damit das alles Corona-konform alles vonstatten gehen konnte. Aber ich möchte mich vor allen Dingen auch bedanken dafür, dass wir alle vielleicht füreinander ein bisschen unserer Sehnsucht nachgegangen sind und dass wir uns gegenseitig dadurch Mut machen, gegen die Traurigkeit unsere Sehnsucht zu stellen und so Funke, Licht zu sein in dieser Welt im Sinne Jesu und seiner großen Liebe. Lassen wir uns zum Schluss von diesem Jesus segnen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Der Herr, der unseren Weg mitgeht, segne und behüte uns. Der Herr, der unsere Dunkelheiten kennt, er lasse sein Antlitz über uns leuchten und er sei uns gnädig. Der Herr, der uns das Brot bricht, er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden. Und so segne uns alle, der Gott, der uns liebt, es segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasst uns gehen in Frieden. Halleluja, Halleluja. Ich wünsch dir Gottes Segen. Ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme. Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die Gottes Segen, entfalte alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen, auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege, probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen, lebe mutig, offen, gerade. Ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich,
unseren Augen gar nicht mehr zu sehen. Und wir hoffen nur noch dieses Dunkel irgendwie zu überstehen. Doch kein Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören. Gott segne dich, behüte dich.